So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Broom Service. Das hier ist das Spiel einmal aufgebaut. Wer sich schon ein bisschen damit befasst hat und sich ein bisschen bei Spielen auskennt, wird wahrscheinlich auch Viva Hex kennen. Das Spiel ist aus dem Jahrgang 2008 und war dann auch im Jahr wie Keltis und Stone Age für den Spiel des Jahrespreis nominiert und hätte meiner Meinung nach ihn absolut verdient und hätte ihn auch gewinnen sollen und nicht Keltis. Absolut grausig, aber es ist ja auch immer Geschmackssache. Ich werde nachher nochmal einen Vergleich zu den beiden Spielen machen. Jetzt werde ich euch erstmal zeigen, wie Broom Service geht. Vom Grundprinzip her eigentlich sehr einfach. So wie man in dieser außenliegenden Siegpunktleiste schon sieht, geht es natürlich darum, die meisten Siegpunkte am Ende zu bekommen. Man bekommt während des Spiels immer Siegpunkte, wenn man Tränke an solche Türme ausliefert. Da steht dann immer dran, wie viele Punkte es dafür gibt. Hier gibt es 4, hier gibt es 3, hier gibt es auch 3. Bestimmte von den Aktionskarten geben einem noch Sonderpunkte, wenn man irgendwelche Sachen macht. Und schließlich gibt es am Spielende auch nochmal Punkte. Hier auf diesen Wolken sind immer Blitze drauf. Und je nachdem, wie viel von diesen Blitzen ich gesammelt habe, umso mehr Punkte bekomme ich. Ne? Habe ich nur einen Blitz gesammelt, würde ich dafür 3 Punkte bekommen. Habe ich insgesamt 7, würde ich dafür 30 bekommen. Das mit den Amuletten hier ist noch eine Variante. Und auch übrig gebliebene Ressourcen. Also ein komplettes Set an Ressourcen. Also jeden Trank plus Zauberstab, den ich habe, bringt mir nur mal 4 Punkte. Fehlt mir eine Zutat, bekomme ich dafür 2 Punkte. Alles andere bringt nichts. So, Hauptaktionsplatz des Spiels ist das Spielbrett. Jeder fängt mit 2 von diesen, das sind wahrscheinlich Hexen, an. Die stehen in diesen Schlössern. Und immer wenn wir in so einem Gebiet stehen, wo so ein Turm entweder in dem Gebiet steht oder eine gemeinsame Grenze damit hat, dann können wir einfach, wenn wir Tränke in der entsprechenden Farbe haben, einen Trank dahin liefern. Übrigens nicht schlagen, wenn ich hier irgendwann mal was mit den Farben kaputt mache. Grün und Orange ist fürchterlich schwer für Farbenblinde wie mich auseinanderzuhalten. Im Spiel selbst muss ich auch das öfter mal nachfragen. Je nach Licht sieht man das mal besser, mal schlechter. Und wenn ich jetzt irgendwie hier einen Trank hinliefern wollen würde, würde ich den einfach dorthin legen, würde 4 Punkte kassieren und damit wäre dieser Turm jetzt beliefert. Wenn ich dann später irgendwie hier noch irgendwer einen Trank hinliefert, dann wird er einfach, ne, gibt man den quasi aus seinem Vorrat ab und bekommt dafür 3 Siegpunkte. Und immer wenn so ein Pfeil zum Turm hin zeigt, wird der Trank da drauf gelegt, dann ist der Turm dicht. Und wenn der Pfeil wie hier vom Turm weg zeigt, dann kann man da beliebig oft hinliefern. Das ist nur natürlich in Relation zu den anderen Türmen in der Gegend meistens ein bisschen, sind das weniger Punkte. So, und dann versucht man eben über das Spielbrett zu reisen, nebenbei immer die Wolken zu vertreiben. Man kann nie in ein Gebiet reisen, wo noch Wolken drin sind. Da müssen vorher die Wolken vertrieben werden. Wie das geht, sehen wir gleich. Und wenn man da jetzt mal so ranzoomt, dann sieht man so punktemäßig einfach, dass das hier ja nicht so super viel ist. Dann wird es eben hier zu den Ecken hin schon deutlich mehr von den Punkten, aber da ist man eben immer noch relativ dicht am Startgebiet dran. Aber je weiter man sich davon wegbewegt, umso größer werden die Punkte, bis sie schließlich hier oben in der Ecke, da bekommt man dann eben am meisten Punkte, wenn man dort Tränke hin ausliefert. Das heißt, das Spiel ist auch gleichzeitig noch so ein bisschen ein Wettrennen, dass man sich die lukrativsten Spots sichert und da eben zuerstes und als erstes seine Aktionen durchführen kann. So, der Motor des Spiels sind diese Aktionskarten. Jeder Spieler hat die gleiche Anzahl an Karten auf der Hand, 10 Stück, und sucht sich in jeder Runde 4 davon aus, die er gerne spielen möchte, weil die seinen Plänen am meisten weiterhelfen. Also es gibt hier so Sammlerleute, ne, Furzensammler, Kräutersammler, Früchtesammler, mit denen kommt man an neue Tränke heran. Dann gibt es die Wetterfee, mit der kann man die Wolken verschieben. Das gucken wir uns gerne mal alles im Detail an. Dann die Waldhexe, Heidehexe, Berghexe und Hügelhexe. Damit kann man in die entsprechenden Gebiete fliegen und dann dort Tränke abliefern und schließlich die Druiden, mit denen man, wenn man da steht, schon einfach Tränke abliefern kann. So, der Rundenablauf ist jetzt ziemlich einfach, da gibt es hier auch eine Spielübersicht, wo man das ganz einfach erklärt bekommt. Das Spiel geht immer über 7 Runden. Am Anfang jeder Runde wird eine neue Ereigniskarte aufgedeckt. Da gibt es mehr von, als es Runden gibt, das heißt, man weiß auch immer nie, welche sind jetzt im Spiel. Das heißt, wir würden jetzt einfach die erste davon aufdecken und hätten jetzt mit leeren Händen, wer am Ende des Durchgangs 5 oder weniger Ressourcen erhält, besitzt, erhält 3 Siegpunkte. Das kann immer was Unterschiedliches sein. Manchmal bekommt man für bestimmte Gebiete, in denen man steht, Siegpunkte hier bei den Karten, die raus sind zum Beispiel. Wenn man in gleichen Gebieten steht, wo die einfach die gleiche Farbe haben, bekommt man dafür Siegpunkte. Hier eben, wenn man in bestimmten Gebieten steht, bekommt man dafür Minuspunkte. Und hier schließlich muss man die Karten, die man in jeder Runde auswählt, schon vorher bekannt geben. Je nachdem, wie viele man vorher bekannt gibt, umso mehr Punkte bekommt man dafür. Aber das ist immer der erste Schritt, erstmal eine Aktionskarte aufdecken, die quasi für die Runde noch neuen Impuls gibt und so auch das Spiel immer wieder ein bisschen verändert. So, das nächste, was gemacht wird, ist eine neu verwunschene Rolle aufdecken. Das entfällt bei 5 Spielern. Ansonsten muss man einfach immer rechnen, die Spielerzahl plus die Anzahl der verwunschenen Rollen muss 5 ergeben. Das heißt, ich simuliere jetzt hier ein 2-Spieler-Spiel. Also haben wir hier eine Farbe, die nicht mitspielt und von der decken wir jetzt 3 Aktionskarten auf, den Kräutersammler, die Wetterfee und den Gipfeldruiden, und das sind diese Runde die verwunschenen Karten. Die können die Spieler zwar nehmen,
Aber wenn sie so eine Karte nehmen und aufspielen, müssen sie sofort 3 Siegpunkte dafür abgeben. So, und dann nehmen alle Spieler ihre Aktionskarten auf Hand, überlegen sich, was sie in dieser Runde machen wollen. Das mache ich jetzt mal im Schnelldurchgang und dann gucken wir uns einfach mal die Ausführungen an, damit ihr so ein Gefühl für den Flow des Spiels bekommt. Am Anfang hat übrigens jeder Spieler schon mal einen Trank plus einen kleinen Zauberstab. So, jetzt haben beide Spieler ihre Karten ausgewählt. Der gelbe Spieler ist Startspieler und fängt an. Und er muss jetzt eine von seinen Karten ausspielen und er nimmt zuerst die Berghexe. So eine Karte hat immer einen oberen und einen unteren Teil. Der obere, wenn ich den jetzt ausführen wollen würde, würde ich ihn vorlesen, würde sagen, ich bin die mutige Berghexe und möchte auf einen benachbarten wolkenfreien Berg fliegen, um dort einen Trank abzuliefern. Oder ich kann mich auch entscheiden, ich bin eine feige Berghexe und fliege sofort auf einen benachbarten wolkenfreien Berg. Warum habe ich jetzt diese beiden Optionen? Ich kann jetzt diese Karte hier ausspielen, dass ich eine mutige Berghexe bin. Dann führe ich diese Aktion auf jeden Fall aus. Es sei denn, ein nachfolgender Spieler hat diese Karte auch auf Hand und sagt, er ist die mutige Berghexe. Wenn ich die jetzt ausspielen würde, sagen, ich bin die mutige Berghexe und der blaue Spieler hat die danach auch und sagt, er ist die mutige Berghexe, dann war meine Aktion für die Katz und das hat mir gar nichts gebracht. Deswegen kann ich mir, was als Startspieler durchaus empfehlenswert wäre und auch ein Unterschied zu wie verhext ist, kann ich gleich sagen, ich bin eine feige Berghexe und fliege sofort auf einen benachbarten Berg. Wenn dann ein nachfolgender Spieler auch die Berghexe auf der Hand hat, dann ist es egal, weil ich habe meine Aktion sofort durchgeführt und ich verliere dadurch nichts. Das heißt, man muss immer das Risiko abwägen. Was denke ich, was haben meine Mitspieler gemacht? Kann ich das Risiko eingehen, die mutige Version zu wählen oder möchte ich lieber die untere Version, die feige Version spielen? Ich bin jetzt einfach mal mutig und sage, spiele die Karte hier aus und sage hier, ich bin die mutige Berghexe und möchte sofort auf einen benachbarten wolkenfreien Berg fliegen. Das ist natürlich im Zwei-Personen-Spiel die Chance relativ hoch, dass die Karte durchgeht, weil der andere Spieler, also je mehr Spieler man hat, umso höher ist die Chance, dass man eben doch gleiche Karten auf der Hand hat. Darum sind eben auch 3 rausgenommen, also die sind nicht wirklich rausgenommen, aber die sind halt teurer zu nehmen, weil wenn man eine davon nimmt, kriegt man Minuspunkte. Das soll eben dafür sorgen, dass die Leute doch eher gleiche Karten nehmen und man sich eben doch mal entscheiden muss, vielleicht die untere Version zu nehmen. So, das hier sind die Karten, die der blaue Spieler gewählt hat. Der hat jetzt die Berghexe nicht auf der Hand, also sagt er einfach, okay, habe ich nichts gegen, dass du die mutige Berghexe bist, ich habe die Karte nicht auf der Hand. Hätte er sie auf der Hand, muss er sie auf jeden Fall spielen. Spielt er sie nicht und spielt sie zum späteren Zeitpunkt nochmal ab aus, dann wird sie einfach ungenutzt abgeworfen. Also es herrscht Bedienpflicht, man muss auf jeden Fall die Karte dann aufspielen. So, der gelbe Spieler hat als Plan, hier irgendwie hochzufliegen, da ein paar Punkte abzusahnen, also fliegt er jetzt hier hoch. Und diese beiden Türme stehen an der Grenze, das heißt, er könnte jetzt sofort sagen, er möchte gerne liefern. Er hat ja am Anfang einen lilanen Trank im Vorrat, den legen wir jetzt einfach mal hier rauf, damit können wir da nichts mehr hinliefern, bekommen dann dafür aber gleich 2 Punkte. Man startet immer mit 10, weil man ja durch diese verwunschenen Karten auch Punkte verlieren kann. Das heißt, wir haben dann 12 Punkte. Und weil hier auch so ein Zauberstab abgebildet ist, bekommen wir jetzt so einen Zauberstab, den brauchen wir, um die Wolken zu vertreiben. So, wer spielt jetzt die nächste Karte aus? Dieser Spieler hier war ja der letzte mutige Spieler. Das heißt, er muss auch wieder als erstes eine Karte ausspielen. Das gleiche wäre der Fall gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, er ist die feige Berghexe, was er auch machen könnte. Einfach nur, um dahin zu fliegen, damit er das halt sicher machen kann, weil darauf sein ganzer Plan für diese Runde aufbaut. Aber dann wäre er der einzige Spieler gewesen, der eine Karte ausgespielt hat. Beziehungsweise, wenn halt mehrere Leute jetzt die Karte ausgespielt hätten, alle wären feige, hätte auch dieser Spieler wieder rauskommen müssen, was manchmal nicht so gut ist. Also wird die Karte jetzt einfach offen abgelegt und jetzt muss er sich überlegen, was er als nächstes ausspielt. So, als nächstes sagt er erst die feige Waldhexe, das heißt, er fliegt sofort in einen benachbarten Wald, das macht er jetzt auch und fliegt halt hierhin. Und dann kommt der blaue Spieler und sagt, aha, ich bin die mutige Waldhexe und möchte sofort in einen benachbarten Wald fliegen, um dort einen Trank abzuliefern. Er hat hier die andere Route auf dem Schirm, das heißt, er fliegt jetzt hierhin und liefert dort sofort ein, ich glaube, das ist ein grüner Trank, ab. Aber da der Pfeil ja von dem Turm weg zeigt, liefern wir den einfach nur in den Vorrat zurück und bekommen dafür 3 Punkte. So, ein Blau war jetzt eben mutig zuletzt, das heißt, er spielt die nächste Karte aus. Das heißt, er sagt hier, er ist der Wurzelsammler, der mutige Wurzelsammler und möchte sofort einen orangefarbenen Trank und 2 Zauberstäbe herstellen. Das ist natürlich Risiko, wenn der andere Spieler diese Karte auch auf der Hand hat, bekommt er gar nichts. Aber er macht das jetzt einfach mal. Und Spieler Gelb hat die Karten nicht auf der Hand, also sagt er einfach, okay, habe ich nichts gegen. Wenn man das Spiel mit mehr Leuten spielt, ist übrigens immer ganz, ganz wichtig, dass kein Spieler sich irgendwie dazu äußert, ob er diese Rolle hat, ob er die Rolle antritt, bevor er nicht wirklich an der Reihe ist, weil sonst wüsste natürlich der Spieler, der sich gerade entscheiden muss, ob er jetzt mutig oder nicht mutig sein muss, wenn wir nur zu dritt spielen und der Spieler nach mir sagt, oh ja, nee, ich bin da eh nur feige und ich überlege gerade noch, macht mir das die Entscheidung natürlich sehr, sehr leicht und ist natürlich ein Nachteil für die Spieler, die vorher dran waren. Daher muss man sich da auf jeden Fall dran halten und eindeutig kommunizieren. So, aber Blau hat jetzt ja Glück und ist alleine der mutige Wurzelsammler, also bekommt er einfach einen orangefarbenen Trank
und zwei Zaubertränke, die er dann in seinen Vorrat legt. So, und jetzt ist wieder Spieler Blau dran. Er spielt dann die Heidehexe und sagt einfach nur, dass er eine feige Heidehexe ist, weil er glaubt, wie das Spiel gerade läuft, dass der andere Spieler vielleicht auch in die Heide möchte und fliegt sofort in eine benachbarte Heide. Das heißt, das tut er. Er fliegt hier hin. So ein Spieler Gelb hat die Heidehexe auch auf der Hand. Er könnte jetzt sagen, dass er die mutige Heidehexe ist. Er kann ja nichts mehr verlieren. Das heißt aber zwingend, dass er auf jeden Fall als nächstes rauskommen möchte. Und da beide Spieler gerade noch eine Karte auf der Hand haben, könnte er auch einfach sagen, dass er die feige Heidehexe ist und fliegt dann sofort hier. Das bedeutet natürlich im Zweifel zwar einen Punktverlust für ihn, aber das macht er jetzt einfach mal, was dazu führt, dass Spieler Blau wieder rauskommen muss. Und Spieler Blau hat jetzt den Tardruiden und muss jetzt überlegen, was er damit macht. Mit dem Tardruiden kann man eben in einer Heide oder einem Wald einen Trank abliefern und dafür 3 extra Siegpunkte bekommen. Aber er denkt, naja, vielleicht hat Gelb ja den gleichen Trank auf der Hand, also spiele ich mal den feigen Tardruiden aus. Das heißt, ich darf nur sofort einen Trank abliefern. Ja, da kommt jetzt wieder meine Farbenblätter ins Spiel. Ich glaube, das Ding hier ist grün. Das heißt, er kann gar nichts abliefern. So, da kommt jetzt wieder meine Farbenblindheit ins Spiel. Ich glaube, die beiden Türme haben grüne Dächer, sonst grenzen da keine Türme an. Da er nichts Grünes in seinem Vorrat hat, entfällt die Option einfach. So ein Spieler Gelb hat auch den Tardruiden. Das heißt, er sagt jetzt, auch wenn er damit in der nächsten Runde anfangen muss, dass er der mutige Tardruide ist und auf einer Heide oder in einem Wald sofort einen Trank für +3 Siegpunkte abliefern kann. Er hat jetzt übrigens die Wahl, ob er hier abliefert oder hier abliefert. Er könnte auch sagen, er möchte hier hin. Und das macht er auch einfach mal. Also liefert er hier diesen Trank ab. Ich hoffe, das ist auch wirklich orange. Und bekommt dafür dann 4 Siegpunkte plus die 3 Sondersiegpunkte von der Karte. Also insgesamt 7 Punkte und hat damit 19 Punkte nach der Runde. So, jetzt haben alle Spieler ihre Karten gespielt. Das heißt, jetzt wird noch das Event ausgewertet. Ne, wer am Ende dieses Durchgangs 5 oder weniger Ressourcen besitzt, erhält 3 Siegpunkte. Der Spieler hier hat 6 Ressourcen, das heißt, der bekommt keine Siegpunkte. Der Spieler hier hat nur 3 Ressourcen, das heißt, er bekommt auch die 3 Siegpunkte dazu. Und ist jetzt schon bei Spiele 22 zu 13. Und dann wird eine neue Runde losgehen. Das heißt, die Karte hier wird abgeworfen. Es wird eine neue Ereigniskarte aufgelegt, der Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt sagt einfach, wenn man einfach eine Rolle als Feige spielt, kann man auf die Aktion verzichten und dafür 3 Siegpunkte bekommen, wenn man das möchte. So, die Karten hier kommen auch weg. Und dafür kommen 3 neue Karten dahin, die diese Runde gebannt sind. Das heißt, die Hügelhexe, Früchtesammler und der Taldruide, die müssen man halt mit 3 Punkten bezahlen. Wenn jetzt, was im Zwei-Personen-Spiel schnell geht, der Stapel durch ist, werden einfach alle Karten wieder genommen, gemischt und die fehlenden Karten aufgedeckt. So, dann nehmen alle Spieler alle ihre Karten wieder auf die Hand und überlegen wieder, welche Karten wählen sie jetzt aus. So, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, sich die Karten nochmal im Detail anzugucken. Beim Kräutersammler bekommt man einfach 2 grüne Tränke und einen Zauberstab. Ist man feige, bekommt man nur sofort einen grünen Trank. Beim Früchtesammler darf man 2 violette Tränke herstellen und einen Trank beliebiger Farbe. Der kann auch violett sein oder orange oder grün. Wenn man feige ist, bekommt man nur einen violetten Trank. Genauso der Wurzelsammler, da bekommt man einen orangefarbenen Trank und 2 Zauberstäbe oder halt entweder einen orangefarbenen Trank und einen Zauberstab. Beim Taldruiden, wenn man mutig ist, stellt man einfach in einer Heide oder einem Wald einen Trank her, beziehungsweise gibt den ab und erhält dafür 3 extra Siegpunkte. Wenn man feige ist, dann darf man sofort auf einer Heide oder in einem Wald einen Trank herstellen, bekommt nur die normale Belohnung und nicht die Sondersiegpunkte dafür. Das Gegenstück dazu ist der Gipfeldruide. Das gleiche im Prinzip, nur dass man dann auf einem Hügel oder Berg die Tränke abgeben kann und dafür dann die Punkte bekommt. Dann die Hexen, da gibt es für jede Ressource oder für jedes Gebiet einen. Das heißt, hier kann ich in eine Heide fliegen und dann dort einen Trank abliefern, nur zum normalen Preis. Da gibt es keine extra Siegpunkte für. Oder feige, dann fliege ich einfach nur in die Heide. Genau das gleiche bei der Hügelhexe, da fliege ich auf den Hügel und kann Trank abliefern oder fliege nur auf den Hügel. Bei der Waldhexe das gleiche, in den Wald fliegen, Trank abliefern oder einfach nur in den Wald fliegen. Berghexe, ihr kennt das Spiel, auf dem Berg und da Trank abliefern und nur auf dem Berg. Dann die Wetterfee, wenn man mutig ist, dann darf man die benötigten Anzahl an Zauberstäbe abgeben und erhält dafür 3 extra Siegpunkte und bekommt die Wolke. Ist man feige, gibt man nur die benötigten Zauberstäbe ab und bekommt dafür die Wolke und keine extra Siegpunkte. Wie funktioniert jetzt die Wetterfee im Detail? Angenommen, ich hätte diese Wetterfee als gelber Spieler genommen und wäre mutig, dann könnte ich einfach sagen, ich gebe einen meiner Zauberstäbe zurück in den Vorrat und da ich hier an dieses Gebiet angrenzend bin, kann ich hier jetzt die Wolke vertreiben. Die Zahl hier sagt einfach, dass ich dafür einen Zauberstab brauche und da ist ein Blitz drauf. Die Wolke hier wäre viel teurer gewesen, dafür hätte ich 2 Punkte ausgeben, also 2 Zauberstäbe ausgeben müssen und es wäre auch nur ein Blitz drauf gewesen. Und wir erinnern uns ja, je mehr Blitze ich habe, ne, das zählt jetzt quasi als ein Blitz, umso mehr Punkte bekomme ich. Also wäre das natürlich hier Worst Case, beziehungsweise das Ding hier wäre noch schlimmer. 3 Zauberstäbe für einen Blitz ausgeben. Ne, da kann man auch sowas hier haben, wo man auch 3 ausgeben muss, bekommt dafür aber 2 Blitze.
Oder schließlich sowas hier, wo man 6 ausgibt und dafür 3 Blitze bekommt. Das ist natürlich der Kurs schlecht, dafür ist es eben auch viele Blitze am Stück und das kann einem natürlich nochmal ganz gut punktemäßig pushen. So, und das ist auch schon das ganze Spiel. Das geht dann über 7 Runden. Das heißt, es wird immer eine Karte aufgedeckt. Es gibt neue Bannkarten. Wenn man irgendwie zu 4 spielt, gibt es auch nur eine Bannkarte. Und wenn man zu 5 spielt, gar keine. Weil dann ist eben auch die Chance, dass wirklich jede Karte mal drankommt, relativ hoch. Und das Spiel, ich persönlich finde es nicht ganz so elegant wie Verhext. Eben durch dieses Spielbrett. Weil man muss eben wirklich immer schon bei der Kartenauswahl gucken, was machen wahrscheinlich meine Gegner? Welche Karten wähle ich danach aus? Oder wähle ich vielleicht andere Karten aus, die mir vielleicht in dem Moment gar nicht so viel bringen, die ich aber sicher durchbekomme, wo ich dann eine solide Grundlage für die Zukunft baue und einfach in der nächsten Runde nicht so sehr von den Karten meiner Mitspieler abhängig bin. Da hat aber jetzt ja jeder Spieler auch noch 2 von diesen Charakteren. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zu 4 oder zu 5 spielen würden, müsste ich eben auf 8 andere von diesen Miepeln achten, gucken, wo stehen die, was können die machen, was haben die für Ressourcen in ihrem Vorrat, wie viele Blitze haben die irgendwie schon gesammelt, wo wollen die hin, was wollen die machen, welche Karten sind vielleicht gebannt und ich muss eben für jeden einzelnen Charakter immer gucken, ja okay, der macht wahrscheinlich das, der das, der das, also irgendwie 3 Leute gehen wahrscheinlich in den Wald, also spiele ich vielleicht die Waldkarte nicht, auch wenn sie mir gerade was bringen würde. Das denken sich natürlich die anderen auch und so muss man eben immer schon bei der Auswahl sehr, sehr viel gucken und sehr viel überlegen, nicht nur für sich selbst, sondern auch gucken, was machen die anderen, weil man baut sich oftmals einen Plan, so erst gehe ich dahin, dann liefere ich hier ab, dann sammle ich und dann liefere ich da noch was ab. Das klappt natürlich auch nur, wenn die Karten in der richtigen Reihenfolge drankommen. So, angenommen, das hier ist das Setup und jetzt spielt irgendein anderer Spieler als erstes die Gebirgshexe aus. So, angenommen, das hier ist das Setup und irgendein anderer Spieler spielt jetzt zuerst die Gebirgshexe aus, meinetwegen Spieler Blau, weil er unbedingt hier hinfliegen will und ich bin schon im Gebirge und möchte da eigentlich raus, habe aber die Gebirgskarte auch, weil ich später hier ins Gebirge wollte, dann nützt mir das jetzt gar nichts und dann komme ich eben gar nicht so weit, wie ich eigentlich kommen wollte und das ist eben schon, ja, da muss man eben viel gucken und viel grübeln schon bei der Auswahl der Karten. Dann geht das Ganze aber noch weiter. Wenn ich jetzt irgendwann in der Runde dran bin, muss ich natürlich erstmal überlegen, welche Karte spiele ich jetzt. Was bringt mir gerade am meisten, was bekomme ich wahrscheinlich auch durch. Aber selbst wenn ich die Karte aufspiele, muss ich eben überlegen, bin ich jetzt der mutige Taldruide oder der feige Taldruide? Stehen die anderen Leute auch in Tälern? Haben die... So, aber auch später, gerade bei den Hexen, muss ich eben überlegen, bin ich jetzt die mutige Hexe? Das heißt, fliege ich irgendwo hin? Und bekomme dafür, kann auch noch Tränke abliefern, das heißt, bekomme ich in der Runde Siegpunkte. Oder bin ich feige, fliege dort nur hin, verzichte dafür aber auf die Siegpunkte, die ich ja bekommen würde, wenn ich die Tränke abliefern dürfte. Plus, wenn ich die mutige Version nehme und das halt nicht durchkommt, bleibe ich da eben auch stehen. Das heißt, der Plan, irgendwo anders hinzukommen, geht in der Runde gar nicht durch. Das heißt, ich muss eben, wie gesagt, einmal bei der Auswahl der Karten für jede Runde, wenn ich meine 4 Karten aussuche, schon mal gucken, was machen so die anderen. Und auch jedes Mal, wenn ich eine Karte ausspiele, genau gucken, was machen die anderen, was haben die so für Optionen, was wollen die wahrscheinlich machen. Dadurch zieht sich das Spiel, zumindest in meinen Gruppen bisher, immer sehr in die Länge. Man kann das natürlich auch ein bisschen mehr intuitiv und aus dem Bauch ausspielen. Aber die Personen, die über ihren Zug nachdenken, werden dafür sehr, sehr belohnt, gewinnen dieses Spiel wahrscheinlich, weil wenn man es aus dem Bauch raus spielt, hat man halt keine Chance, jemanden, der wirklich guckt, was passiert so. Außer man hat eben ganz, ganz viel Glück, aber über lange Sicht, über mehrere Partien, wird man auf jeden Fall mit ein bisschen Nachdenken mehr Punkte machen als alle anderen. Und dadurch ist dieses Spiel eben so ein bisschen unelegant. Als ich so das erste Mal gespielt habe, dachte ich am Anfang, wow, was für ein wunderschönes Familienspiel. Super einfache Regeln, das Brett hier ganz schön aufgemacht. Diese Figuren hier haben mich am Anfang ziemlich verschreckt, aber aber je länger wir das Spiel gespielt haben und umso mehr es eben so ab Runde 4, 5, 6, 7, da haben die Züge schon ein bisschen gedauert, weil man eben wirklich viel grübeln musste und viel nachdenken musste. Manchmal war das auch sehr schnell gemacht, weil man nicht so viele Optionen hatte, aber in der Regel hat man genug zu tun, dadurch, dass man eben auch immer 2 Figuren hat, mit denen man sich bewegen kann und es ist dann eben auch oftmals ein Wettrennen, weil wir wollen dann alle hier in die Region, wo es viele Punkte gibt und vielleicht sage ich, okay, da sind jetzt schon 3 Spieler unterwegs, ein 5-Spieler-Spiel, dann gehe ich vielleicht lieber hier oben in die Ecke oder hier unten in die Ecke, wobei sich das hier oben mehr lohnt. Da ist man aber natürlich auch schneller, hat danach dann weniger zu tun. Die anderen können hier unterwegs noch Punkte abgreifen. Das ist so ein bisschen, ja, dadurch ist, finde ich, dem einfachen Spielprinzip von wie verhext, wo man einfach nur gucken musste, welche Ressourcen haben die Gegner, welche Karten nehmen sie und dieses ich denke, dass du denkst, dass ich denke, Prinzip war halt sehr einfach, sehr elegant umgesetzt und da es hier viel Tiefe, ein bisschen, oder das heißt auf jeden Fall ein bisschen Tiefe und Komplexität hinzugefügt worden, ohne, finde ich, dass es das Spiel jetzt groß bereichert, weil es einfach nur dazu führt, dass man länger nachdenkt. So, ich muss das alles nachher zusammenschneiden, ich weiß jetzt nicht, wie positiv oder negativ das rübergekommen ist. Das ist das Einzige, was mich an diesem ganzen Spiel stört, diese gerade im späteren Spielverlauf zunehmende Denklastigkeit, dass das Spiel halt nicht so einen einfachen Flow hat, sondern dann schon sich ein bisschen in die Länge zieht und man halt oft da sitzt und denkt, ach, jetzt überleg doch und mach doch einfach und
man muss eben dann doch immer ein bisschen nachdenken. Und das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe. Ansonsten ist die Aufmachung toll. Die Regeln sind super einfach. Das mit diesen Karten und ne, sich überlegen, was nehmen die anderen, was mache ich, so, welche Rolle wähle ich dann? Und ärgert man sich dann vielleicht, wenn man doch nicht mutig war, weil die anderen Leute haben die Karten nicht, wo es voll Sinn gemacht hätte. Das gefällt mir, wie schon bei Verhext, absolut gut. Und es ist auch einfach ein schönes, gut gemachtes Spiel mit dieser einen kleinen Schwäche, dass es eben vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu denklastig ist. Das kommt aber auch immer sehr auf die Runden an. Wenn ihr natürlich Runden habt, wo einfach mehr aus dem Bauch rausgespielt wird und wo Leute nicht ganz so super viel nachdenken, dann spielt sich das, glaube ich, auch sehr elegant und smooth. Ja, die Spieldauer ist so 45 bis 75 Minuten angegeben. Die letzte 4-Personen-Partie, die wir gespielt haben, die hat locker 2 Stunden gedauert, aber das war auch mit einer extrem denklastigen Runde. Zu zweit habe ich das auch schon mal in ungefähr 1 Stunde gespielt. Und es steht eben hinten natürlich auch drauf, sehr gut zu zweit spielbar. Ja, ich glaube, zu zweit hat man nicht ganz super viel Freude daran, weil das Spiel eben davon lebt, dass es mehr, also ne, auch durch diese Karten hier rausgenommen werden, die können da trotzdem kommen. Natürlich, wenn man so eine Karte nimmt, ist die Chance auch, dass sie durchgeht, relativ hoch, weil natürlich niemand anders diese 3 Minuspunkte in Kauf nehmen will, außer irgendwer anders war genauso schlau. Aber es lebt eben schon davon, dass auch gerade dieses feige und mutig, wenn das nur zwischen 2 Spielern hergeht, ja, das ist einfach netter, wenn es mit mehr Leuten gespielt wird. Und ja, das ist mein Videorezension zu Broom Service. Wie gesagt, ein schickes Spiel. Ich würde halt jedem, der es nicht kennt, auch auf jeden Fall mal wie Verhext empfehlen. Ist aus meiner Sicht das Spiel, das im Prinzip das gleiche macht. So dieses Karten, der zentrale Mechanismus, nicht eben diese Karten, wo man halt überlegen muss, was machen die anderen und danach halt eine Karte auswählt und auch eine Entscheidung treffen muss, setzt es meiner Meinung nach deutlich eleganter um als Broom Service, was dafür aber halt ein bisschen mehr Tiefgang bietet. Also wenn ihr es lieber ein bisschen anspruchsvoller und komplexer mögt, dann guckt euch vielleicht doch eher Broom Service an. So, wir sind jetzt gerade Ende Mai. Das Spiel wurde vor ein paar Wochen zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Das hat den Preis noch nicht bekommen. Vielleicht bekommt es ihn, vielleicht nicht. Ich drücke natürlich wie immer allen Nominierten den Kandidaten. Von den bisher von mir gespielten Spielen würde ich sagen, Orléans passt ein bisschen besser, aber man weiß ja nie, was sich die Jury überlegt. Das ist auf jeden Fall ein schickes Spiel. Wie gesagt, ich finde VFX ein bisschen netter. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt einen groben Eindruck darüber, ob das was für euch ist oder nicht. Wie gesagt, die Regeln sind super einfach. Es gibt nur noch ein paar Varianten drin, wo man in diese verschiedenen Felder noch Plättchen reinlegt, die einem dann irgendwelche Boni bringen oder so, die dem Spiel noch ein bisschen mehr Tiefe geben. Die kann man dann auch dazu nehmen, wenn man das möchte. Die bereichern das Spiel noch ein bisschen mehr, sorgen halt für noch ein bisschen mehr Tiefgang, machen natürlich die Kartenauswahl noch ein bisschen interessanter und noch langwieriger wahrscheinlich. Und ja, wenn ihr denkt, das Broom Service, was für euch ist, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.